Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Part von Pokémon Revolution Online. Der gute Lompi ist auch wieder dabei. Hallo, ich begrüße euch. Der Woodpecker ist allerdings nicht dabei. Ob er heute noch dazu kommt, glaube ich weniger, aber man weiß ja nie. Was haben wir in der letzten Aufnahmesession gemacht? Wir haben quasi ein bisschen das Spiel kennengelernt, oder eher gesagt, der Lompi hat es ein bisschen kennengelernt. Haben ein bisschen gelevelt, was wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen langweilig rüberkommt. Der Quatsch dabei natürlich ist immer dabei. Richtig. Wir müssen aber sagen, wir haben jetzt offscreen, wie man schon sehen kann, ein bisschen was geändert. Lompis Pokémon könnt ihr natürlich auch schon sehen, auf seinem Kanal natürlich. Ja. Hier sieht man es natürlich. Ein paar neue Pokémon sind halt dazugekommen noch. Wir haben noch ein bisschen offscreen, genau. Nicht nur gelevelt, sondern auch Pokémon gefangen. Genau. Weil die müssen auch noch gelevelt werden. Das ist jetzt ein bisschen sinnlos, das mit in die Aufnahme reinzunehmen. Ja. Das kann man dann auch mal überspringen. Das tut nicht mehr. Genau, richtig. Und ihr werdet sehen, dass unsere Pokémon ein bisschen ungleichmäßig gelevelt ist, was aber mein Fehler war, weil der Lompi anfangs meinte, Level 15 würde er gerne seine Pokémon leveln und ich habe mich das halt dran gehalten. Ja, du hattest ein bisschen mehr Geduld als ich während der Stelle. Genau, und habe dann halt ein bisschen schon gelevelt, wie man sehen kann. 3 Level 15er Pokémon und 2 10er. Dazwischen muss man sagen, es kamen einige Pikachus, einige andere Pokémon, die scheiße an Stats hatten. Aber mittlerweile bin ich eigentlich recht zufrieden mit den Stats. Können wir mal bei den Pikachu sehen mit ATK 29, der 26, Speed 30. Spezialangriff ist jetzt zwar nicht sehr hoch, aber 16 ist immer noch in Ordnung. Spezialdef ist uninteressant und dann haben wir noch HP. Vollkommen in Ordnung. Ich habe, wie in der letzten Folge, ich hatte da stehen gehabt, die Suche nach Quapsel nimmt einfach kein Ende oder sowas. Ich habe es dran gegeben, ich habe jetzt keinen Quapsel gefangen. Stattdessen habe ich jetzt ein Knospi und ein Mankey, was vollkommen in Ordnung ist. Und nebenbei, dass wir gelevelt haben, haben wir auch schon die Trainerschule weitergemacht. Und zwar ist es ja so, wenn ihr nach oben geht, also quasi weiter in den Wald rein wollt, kommt ihr nicht durch, weil euch der alte Herr im Weg steht. Dann müsst ihr einfach in die Trainerschule rein, die Treppe runter, mit der netten Dame hier sprechen und schon habt ihr den Kampf gegen Jackson. So, nach dem Kampf, nachdem ihr gewonnen habt, geht ihr dann einfach in den Wald rein, beziehungsweise nach oben. Der alte Herr spricht mit euch nochmal und ihr kommt eigentlich auch so gut wie durch. Das war es eigentlich auch schon. Jo, also so wirklich Schule ist da jetzt nicht drin gewesen, außer dass man halt einen Trainerkampf machen musste. Das ist einfach nur ein Kampf, genau. Da läuft einer mit Zwirlicht rum, shiny auch noch. Wir hatten eben auch ein ziemlich interessantes Thema angesprochen, bezog sich auf Pokémon. Für die Switch. Genau. Und zwar ist ja die Idee gewesen, oder hieß es ja, dass die Switch quasi einen neuen Ableger von Pokémon bekommt, was ja auch bestätigt wurde. Jetzt hat sich natürlich das Thema eingeworfen, weil viele gehen natürlich davon aus, Switch, gut, kommt neue Pokémon-Edition, also wird der 3DS natürlich dann links liegen gelassen. Dies ist aber falsch. Denn Nintendo hat vor, den Nintendo 3DS weiterhin mit Spiele zu versorgen. Ob jetzt und wie viele Pokémon-Spiele noch für den 3DS kommen, ist halt unklar. Das weiß man nicht. Das weiß ganz allein nur Nintendo. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass der Next Ableger der letzte sein wird für Nintendo 3DS. Daran glaube ich nicht. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob hier noch Trainer sind halt. Ich habe noch ein paar, die ich bekämpfen muss. Ups. Noch etwas. Wir haben einen, oder eher gesagt, der Lompi hat einen Chat geöffnet. Jo. Ich habe einen Channel aufgemacht. Bei dem jeder zugreifen darf, kann. Ist halt erlaubt für jeden, ne? Da kann sich dann, wenn das jemand spielt, wenn da ein paar Leute von euch spielen, ihr könnt da gerne mit reinkommen. Das ist dann sozusagen der Channel für die Community oder sowas. Oder wenn ihr Glück habt, sind wir auch gerade online. Dann können wir da auch mal zusammen miteinander ein bisschen was schreiben oder so. Genau, richtig. Weil eventuell auch mal in der Aufnahme drin. Genau. Weil wir können ja auch nicht jeden in der Aufnahme dabei haben. Deswegen kann man mal drüber sprechen. Vielleicht machst du ja dann mal mit. Weiß. Aber zum Channel. Es kann sein, dass er mal weg ist. Weil ihr könnt einfach mal, wenn ihr hier unten auf den Schraubenschlüssel klickt, das da. Öffnet sich ein Chatfenster, beziehungsweise ein Create Join Channel Fenster.
Und ihr habt am Anfang nur All, Trade, Battle, Other und Help da drin stehen. Ihr müsst aber, um einen weiteren Chat zu öffnen, natürlich auf Create oder Join reingehen. Gebt dann einfach Loman Grace ein. Und habt dann quasi den Channel schon nachgejoint oder created, je nachdem. Hier nochmal ein bisschen ein großer Name, Loman Grace. Naja, kennt ihr den Namen von mir, halt mit großem L vorne und dann ist gut. Genau, und um diesen Channel aber auch sehen zu können, müsst ihr einen von den anderen Channel ausmachen. Ich habe jetzt natürlich für meinen Fall den Help-Channel ausgemacht, wegen Loman Grace. Und ja, wenn ihr halt was Fragen habt, könnt ihr auch da die Fragen stellen. Ich habe soweit eigentlich alles parat an Antworten. Nur hier zum Beispiel ist ein Pokestop, der gibt irgendwelche Items, wenn man was für ihn gemacht hat. Der will, glaube ich, einen Orden oder sowas sehen. Richtig, der will nicht genug Orden haben. Ja, ich habe den schon angequatscht und der hat gesagt, ich habe nicht den richtigen Orden dafür und hat sich dann verpisst. Genau. Jetzt ist er weg. Es gibt noch, neben den Kämpfen, die wir hier haben, ich werde natürlich jetzt die meisten flüchten, weil auch ich nehme jetzt nicht. Bisschen Vogelschlag und dann, ja, mein Minky braucht noch ein paar Level. Ups. Ja, du brauchst die auf jeden Fall. Hier, komm mal her. Sofort. Oh, jetzt habe ich natürlich jetzt einen Hornliu. Das sah jetzt gerade witzig aus, weil du sagst, komm sofort und auf einmal kommt da jemand mit Kani rumgeritten. Da bin ich. Was? So, wo bist du dann? Da bist du. Hi. Gerade im Kampf, dummerweise. Oh, das sehe ich gar nicht. Okay. Doch, du siehst das. Du siehst dann überhalb, also oberhalb. Ja, das stand halt gerade nicht da, du warst gerade fertig. Nee, ich war gerade fertig. Den Pokéball, der links von uns liegt, den nehmen wir jetzt gleich. Und zwar hat der gute Jerry eine Quest für uns. Mhm. Die werden wir jetzt annehmen und auch machen. Oh, was A man in a black suite stole my Pidgey and run in there. Please find him for me. I'll give you an escape rope so you can get out. I miss my Pidgey. So. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das Taubsi? Aber ist easy. Kannst du schon mal den Pokéball holen, der da links liegt, falls du ihn schon geholt hast? Den habe ich schon geholt. Da war ein Pokéball drin bei mir. Okay. Ja, bei mir auch. So. Wir gehen jetzt hier in diesen Baum rein. Wo? Oh. Moment, ich flüchte. Ich flüchte. Achso, wir gehen jetzt in diesen Baum hier rein. Der ist jetzt allerdings duster, zappenduster. Ich komme nicht rein. Und, ja. Wie wir sehen, haben wir ein Loading-Map-Problem. Das heißt, wir beiden müssen jetzt erstmal das Spiel neu starten. Wir verzeihen nochmal gerade an der Stelle. Bis gleich. Das ist natürlich jetzt scheiße, aber gut. Passiert ab und an mal bei dem Spiel leider. Ah, jetzt bin ich, jetzt kann ich reingehen. So, jetzt sind wir erstmal wieder da. Und ja, jetzt sind wir in dem Baum drinnen und können quasi. Oh, hier ist aber zappenduster. Genau, wenn du Blitz hättest, Flash könnte man natürlich ein bisschen Licht machen. Ja, aber Thunderbolt nicht. Da unten sehe ich schon Rocket Grunt. Genau, den müssen wir jetzt erstmal bekämpfen. Denn er hat nämlich sein Pidgey. Ah. Aber von denen kriegen wir dann nämlich, soweit ich weiß, auch noch Rad zusätzlich. Oh Gott, das ist ja ein schwaches Radfratz. Ja. Wir sind ein bisschen overlevelt, aber glaubt mir, für die Arena ist das Level vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn ihr Glumanda nimmt oder Pikachu. Wobei das Pikachu von ihr hier nehmen könnt. Genau, jetzt können wir mit dieser Dame hier reden. Ich hoffe, das war jetzt der Richtige. Ja, genau. Bei ihr können wir jetzt Headbutt lernen. Das werde ich jetzt auch tun. Das hat nämlich den Vorteil, wenn man mit diesem Headbutt an Bäumen knallt, kommen seltenere Pokémon. Also irgendwie will er gerade nichts beibringen. Wir brauchen eine Boulder Badge dafür. Ja, Steinorden. Das heißt, wir werden nach dem Orden nochmal hinkommen und uns Kopfnuss besorgen. Wir könnten jetzt natürlich noch ein bisschen hier rumlaufen, weil hier ist nämlich auch noch ein Pokémon versteckt, das wir bekommen. Oh, ich habe auch noch einen Pokéball dabei. Nee, brauchst du nicht. Ach so. Das Pokémon ist in einem Ball drin, das wird direkt dann gegeben. Allerdings jetzt hier zu suchen, ich weiß nämlich den Weg nicht dahin. Wir gehen jetzt einfach mal hin. Wir haben ja Zeit, wir gehen einfach mal dahin, gucken mal nach. Ja. Guck mal, ich gehe mal hier oben rum.
Ja, oben ist richtig, weil unten ist Sackgasse. gucken wir einfach mal. Es gibt auch Trainer, die werden wir auch hier auch drinnen sehen, mit einem roten Namen. Das sind Bossfights quasi. Ach, das ist ja noch hier. Oh, hi. Ja, vielleicht sind wir irgendwo falsch abgebogen oder so. Auf jeden Fall sind es Bossfights und die haben Pokémon über Level 100. Oh. Ja, die kriegt man nicht besiegt, außer man hat 100 Level 100er Pokémon mit Top-IV-Werten, EV-Werten. Aber man bekommt spezielle Sachen bei denen, soweit ich weiß. Das ist ja interessant, dass man selber nicht über Level 100 gehen kann, aber die trotzdem... Oh, scheiße, ich hab's auch vergessen. Finde ich aber gut, weil das ist mal eine Herausforderung. Ja, dann ist halt so eine richtige Herausforderung, aber dann brauchst du halt viel Geduld, erstmal die Pokémon zu sammeln, dann brauchst du noch mehr Geduld, um die wieder zu leveln und so. Sackgasse. Oder genug Geld, um dir die Sonderbonbons zu kaufen, ha? Genau, aber die Sonderbonbons geht runter, Sackgasse. Gasse. Boah, Alter, ich mag die Höhle nicht. Den Durchgang hier. Ja, nach links bin ich noch nicht gelaufen. Ja, komm noch. Warte immer mal. Wieder hier? Nee, das kommt mir bekannt vor. Ah, nee, warte mal. Hier nicht. Hier mal hoch. Links. Ja, hier kommen wir weiter, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Ich glaube, hier war nichts. Ah. Ja, versuch dich mal hier zu orientieren, wa? Aber cool. Ja, das ist schon nice gemacht. Geht's wieder runter. Achso, jetzt sind wir. Oh lol, ansonsten holen wir uns halt erstmal. Ja, was machen wir da? Wir suchen jetzt nochmal. Gibt da noch ein paar Wege, die wir haben. So, jetzt gehen wir nach. Warte. Ja, hier nach rechts. Oder nach links. Wie der Lompi es gerne macht. Hier ist nichts. Komm ich gerade. Okay. Ich glaube, wir kommen da so Sachen. Oh ja, hier sieht es anders aus. In dem Baumstamm war ich noch nicht. Nee, das ist schon richtig. Aber ich glaube, jetzt bin ich wieder. Ja, halt mal runtergehen müssen. Aber macht ja nichts, wir haben ja Zeit. So lernt ihr jetzt auch mal kennen. Wenn ihr den Weg nicht wisst, könnt ihr den auch gehen. Das ist die Frage. Wenn ich jetzt hier links gehe, bin ich wieder hier. Wenn ich runtergehe, auf die Sackgasse. Das heißt, wir müssen hier runter. Beziehungsweise. Auf jeden Fall ist hier noch irgendwo ein Pokéball versteckt. Naja, im Zweifel kommen wir halt einfach später nochmal wieder, wenn wir Blitz haben. Genau. Da brauchen wir sowieso im Mondberg brauchen wir eigentlich Blitz, also müssten wir das ja davor bekommen, oder? Nee, das war eigentlich die andere Höhle, wenn man Richtung Richtung den Pokémon-Turm. Die zweite Höhle quasi, wir durchgehen. Große. Der Mondberg war ja beleuchtet. Echt, war der? Jo, der erste, den ersten Berg, den wir da begutachten, der ist beleuchtet gewesen. Hm. Na gut, okay. Gehen wir jetzt hier Richtung Ausgang. Er ist natürlich nicht hier. Ja, ist nein. Ein eigenes Labyrinth. Ich sogar muss verlaufen, nein! Hier geht's wieder runter. Jetzt so, Pokémon gefunden, nice. Das wäre witzig. Nope. Verzeihen Sie, Monsieur, ich muss pipi. Vor allen Dingen habe ich Pikachu, da kann ich Flash beibringen. Das ist schon ja, genau. Wir haben uns beide einigermaßen brauchbares Pikachu geholt. Ja, angenehme IV-Werte. Oh, ja, come on. Ach, jetzt sind wir glaube ich wieder hier. Und dann müsste es hier wieder runtergehen und raus. Nee, doch nicht. Oder auch nicht. Fail. Jetzt so. Oh, Pokéball, ist er ja. Warte mal, hier? Ja, ich glaube, hier war's. Oder auch nicht. Ah, guck doch, mal, doch. Jetzt hier lang. Und gleich irgendwo runter. Jawohl. Und ja. Da wären wir wieder. So. Jerry. Was hat der hier? Can you show me a bet you something special do? Hat you, habe ich.